Guck mal, das Gemüse ist frisch, es glänzt alles. Gönnt euch mal. Das ist ja dein Favorite Nummer 1. Alter, schmeckt so frisch. Das Ding ist, wir haben keine Gabel bekommen, ne? Die ultimative Verwandlung. Super Saiyajin. Scheiße. Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge von Wer will Beef, meine Freunde. Was machen wir heute? Wir haben heute eine neue Kategorie im Format. Zum neuen Jahr haben wir uns mal was Neues einfallen lassen. Ne? Geil. Wir dachten uns, Pizza, immer Burger. Ja, immer nee. Das Gleiche. Nee, machen wir nicht mehr. Wir machen Bezirke, Berliner Bezirke. Also 12 Folgen, 12 Bezirke. Heute Folge 1. Wir fangen an mit dem Bezirk Spandau. Spandau, Freunde, geil. Deswegen, quasi wir fahren jetzt einfach zu Spandau und gucken, was uns anlächelt. Wir haben vorher schon mal eine kleine Umfrage gemacht im Internet. Aber trotzdem lassen wir das Ganze auf uns zukommen. Genau, ne? Und wenn ihr bei den Folgen dann sozusagen mit dabei sein wollt, dann folgt uns auf Instagram. Was war das? Double Time oder was? Wenn ihr bei den Folgen dabei sein wollt, dann folgt uns auf Instagram. Da könnt ihr an uns reinschreiben, wo wir hinfahren sollen. Genau. Ne? Super. Richtig. Toll. Alles klar. Ab nach Spandau. Komm, ich hab Hunger. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen in der Schönwetterstraße 28 bei Sofra. Das ist hier jetzt eine Bäckerei und da gibt es ein richtig geiles Kebabsche. Da machen wir Brot einfach auf frisch, auf lecker. Wir essen jetzt hier ein schönes Kebabsche, zeigen euch das ein bisschen. Und ich hoffe, dass man mich hört. Und wir gehen jetzt rein, Freunde. Ne? Super. So, Freunde, wir haben uns mal ein ruhiges Plätzchen gesucht, um das Ganze mal zu testen hier. Freunde, nehmen wir es mal auseinander. Überraschung. Hier die schönen Kebabsche. Auf einem richtig geilen Fladenbrot. Hier haben wir eine schöne Ofenpaprika, ein bisschen Eiwa, Schmand und Salat. Das Ding ist, wir haben keine Gabel bekommen, ne? Scheiße, stimmt. Machen wir es einfach wie in größten Prozent aller Länder. Wir essen raw mit den Händen jetzt. Genau, wird ein bisschen tricky, aber ich hab Bock. So, dann machen wir so ein Königsbissen hier. Wir gehen jetzt einfach mal hier ganz kurz rein, zunken uns das hier ein. Edle Sache, Dicker, edle Sache. Sieht sehr, sehr gut aus gerade. Warte mal einfach. Er beißt einfach rein. Ja, der sieht sehr, sehr geil aus. So, probieren wir den jetzt mal. Bei dem bin ich wirklich gespannt, weil das Brot wirklich, wir kamen in den Laden rein, Freunde, und das Brot hat gerochen. Also wie kein zweites, wirklich, das riecht sehr, sehr geil da. Boah. Ja? Es sieht sehr soft aus, ne? Die haben noch irgendeine Brühe über das Brot gekippt. Ja. Ich glaube, irgendeine Fleischbrühe. Guckt euch das mal an. Also ich wusste ja schon, dass es geil ist. Aber ihr seht ja schon, diese Röststoffe vom Holzkohlengrill, von den Kebabsche, dieses geile Fladenbrot, ne, der Schmand, die Ofenpaprika drin. Wahnsinn. Es riecht wirklich auch sehr, sehr gut, ne? Mmh. Ich probiere so ein Ding mal einzeln. Boah. Ja? Geil. Sehr, sehr lecker. Bisschen Medium noch. Vorbeigehen. Was haben wir jetzt dafür bezahlt ungefähr? Weil die Leute wollen ja auch mal Preise wissen, haben sie gesagt. Ich glaube, kleine Portionen mit 5 Kebabsche und Brot kostet 4 Euro. Eine mittlere, glaube ich, 5,50 und die mit 10 Stück 7 Euro. Ja, das geht voll fit. Übertrieben lecker. Ja. Geile Kebabsche, geiles Fladenbrot, schön Eiwa drin, Ofenpaprika. Hast du mal mehr, ne? Super ja. Lecker. Gib dir, Digga. So, Freunde, ich habe mir jetzt auch mal hier so eine geile Tasche gebaut. Ich snack das ja jetzt hier nochmal in die Soße. In die Soße. So, Freunde, kommen wir jetzt einfach mal rein damit. Rein in die hohle Birne. Mm. Ist geil, wa? Der erste Biss hat, glaube ich, noch nicht ganz gereicht. Ich snack jetzt mal von der Paprika und dann so. Mm. Das schmeckt so richtig wie in Bosnien-Jugoslawien irgendwo, schön auf dem Dorf gegrillt, Paprika aus dem Ofen, schönes Flammenbrot, gerade in den Holzofen gesteckt und dann... Kein Flachs, ne? Ja. Wenn ich mir wirklich jetzt kein Witz, wenn ich mir was zum Frühstück aussuchen könnte, so richtig am frühen Morgen um 10 am Tisch, ich schwöre, ich würde das holen. Das wäre dein Favorite Nummer 1? Alter, das schmeckt so frisch. Das schmeckt sau frisch mit dieser Creme. Wow. Das Fleisch schmeckt auch richtig schön
leicht, es ist nicht zu aufdringlich. Geil, ich finde das richtig geil. Was ist das für eine Paste genau? Irgendwie Knoblauch? Das ist eine Eiweißpaste, so aus, wie gesagt, aus Ofenpaprika wahrscheinlich, die püriert wurde mit ein paar Gewürzen. Und dazu schöner Schmand, ein paar Zwiebeln, frisches Fladenbrot. Richtig, richtig geil. Genau. Mal 1 Cent. Das sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Boah. Krass. Okay, die erste Station war schon mal vielversprechend. Ich würde sagen, wir sehen uns bei Station Nummer 2, ne? Na, Freunde, bis gleich. Super. So, Freunde, wir sind jetzt hier im Berliner Bezirk in der Pischesdorfer Straße 49 bei meinem Spandauer. Lieblings-Vietnamesen, Chinesen, Asiaten. Eine verrückte, durcheinandergewürfelte Karte, aber sehr, sehr lecker. Preisgünstig. Von außen würde man erstmal denken, ich weiß ja nicht so wisst, aber vorzüglich hier. Ja. Also als ein Familienbetrieb und die geben sich sehr, sehr viel Mühe und es ist sehr, sehr lecker. Und die bringen uns jetzt sogar das Essen nach draußen mit einem Teller, heiße Platte und so, dass wir das für euch auch gut zelebrieren können und nicht einfach aus der Box aufreißen. Ne? Super, wird geil. Dann erstmal die Wangtangs. Schaut mal, wie die aussehen. So eine kleine Bonbons. Ich finde die leckersten Wangtangs, die ich wirklich jemals in meinem ganzen Leben gegessen habe. Aber da ich schon, wie gesagt, habe, dass es hier die beste Erdnusssoße gibt, für mich in ganz Berlin und ich bin Asia-Experte, würde ich sagen, Schlurvi, du fängst an. Okay. So! Und richtig rein damit. Okay, dann snacken wir jetzt mal. Also einmal richtig in die Soße, richtig drehen da drin, da muss richtig Soße dran sein, Digga. So, Freunde, jetzt guckt euch den mal an hier. So, was gibt ihr? Digga, ich schwör's dir, die kann man löffeln. Boah. Die kann ich wie eine Suppe essen hier, die Erdnusssoße. Boah. Stark, ne? Wow. Eieieiei. Die schmeckt wirklich mal nach, richtig nach Erdnussei. Ja, meine Top-Empfehlung auf jeden Fall in Spandau und auch insgesamt, wenn ihr mal wirklich preisgünstig, aber gut asiatisch essen gehen wollt, mit einer schönen großen Auswahl, dann kommt ihr her in die Pischesdorfer Straße 49 und jetzt geht mal her. Ich teste das jetzt mal. Boah. Und ihr kennt es ja meist bei Wangtangs, ihr kriegt ja meist immer so eine Dreiecke, die wirklich mager gefüllt sind. Und ich habe so einen richtig schönen Bonbon hier. Mit so 2 Gramm Fleisch noch dran meistens. Mhm. Aber das ist wirklich mal voll. Mhm. Stark. Also wirklich, das schmeckt wirklich nach Erdnuss mal. Mhm. Geil. Und fruchtig zugleich, ne? Und ich gehe schon so viele Jahre her. Und alle Spandauer werden mich bestätigen, die schon mal hier waren. Und super Laden. Und schmeckt immer gleichbleibend gut und gleich, ne? Und so soft wie der Ball. Hier ist es sehr, sehr soft, außen crunchig. Vorspeise. Vorspeise, ja. Jetzt kommt gleich noch was anderes, Freunde. Ja. Das zeigen wir euch gleich, ne? Super. So, Freunde. Loki hat halt gesagt, iss das mal auf. Kann ich auf jeden Fall nicht nein sagen zu. Ich stehe mal an. Den Happen. Boah. Einfach nur lecker. Sieht einfach nur lecker aus. Noch mehr rein, ich bring mehr rein. Alles klar, das reicht, ja? Ja, dankeschön. Eigentlich ist das eine heiße Platte, die kommt immer brutzelt an den Tisch. Ist natürlich gerade nicht möglich, aber trotzdem haben wir schönen Teller bekommen und snacken hier. So, ne? Freunde, und das meine ich, das sieht hier alles so schön aus. Guck mal, das Gemüse ist frisch, es glänzt alles. Und ein alter Spruch von mir war immer, Essen muss glänzen. Ne? Und das tut es in diesem Fall. Wir haben hier ausgelöstes Entenfleisch, wir haben Garnelen, wir haben eine schön, schön kräftige Soße hier unten. Tollen Reis und ja, rein damit. Cashewkerne, schaut euch das an. Boah. Ja, das sieht schön frisch. Sehr, sehr frisch aus, ja, wollte ich gerade sagen. Mmh. Das sieht so aus, weil es so kalt ist, als hätte das Gericht 200 Grad auf jeden Fall. Aber dann ist es trotzdem. Freunde, wer nicht heiß essen kann, kann auch nicht heiß Liebe machen, ne? So ein Ding. Das ist auch mein absolutes Lieblingsgericht hier. Müsst ihr gucken unter heiße Platten, ne? Irgendwas mit Ente und Garnele. Mmh. Mega, mega frisch. Mega lecker. Und ich glaube, sogar dieses aufwendige Gericht hier kostet nur einen Zehner. Echt? Mhm. Ein Zehner für den ganzen Teller? Mhm. Da bezahlt man woanders auf jeden Fall das Doppelte. Nice. Ich würde mal sagen, Blocky snackt da jetzt in Ruhe noch ein bisschen, ne? Und dann Schlugi taste das auch mal.
krass überzeugt. Manchmal schmecken ja auch die Soßen zu wässrig oder so oder immer gleich und es hat richtig Power, die Soße. Die schmeckt richtig, richtig lecker. Ich nehme davon jetzt mal einen guten Bissen. Oh. Was Blocki gerade gesagt hat, die Soße hat richtig Power. Ja. Hat sie direkt. Geil. Ui. Wie heißt die Soße? Weißt du das? Keine Ahnung. Ist ja wahrscheinlich so eine Art des Hauses, so nach dem Motto, ja, ne? Aber die Art des Hauses schmeckt sehr, sehr gut. Ja. Geil. Aber zum Beispiel so Ente Cross, ne? Da kannst du ja wirklich oft ins Fettnäpfchen treten. Manchmal ist es zu fettig. Ins Fettnäpfchen, manchmal ist es zu fettig. Genau, manchmal nicht kross genug, altes Öl. Und die haben schön ausgelöstes Entenfleisch da. Das ist wirklich super, super lecker und frisch, ne? Mega. Den Teller würde ich echt weghauen, wenn ich das jetzt tun würde. Ja. Aber den würde ich auch so weghauen. Den hauen wir jetzt auch weg, den Teller, würde ich sagen, ne? Mhm. So, wie gesagt, eine super Empfehlung hier. Kommt ihr vorbei, könnt da nichts falsch machen, vertraut auf mein Wort. Und wir sehen uns gleich bei der dritten Location, würde ich sagen. Freunde, bei der dritten Location. Bis gleich, ne? Super. Corona-Zeit. Schwierige Zeit. Daniel, würdest du sagen, das ist das Beste, was du in Spandau jemals gegessen hast? Auf jeden Fall das unromantischste Dinner zu zweit, was ich in Spandau jemals gegessen habe. Hat noch jemand eine Kerze oder so? Ja. Und einen Geigenspieler? Nee, geil. Oh, das ist aber wirklich sehr, sehr lecker. Guck mal. Einfach hier dieses ausgelöste Entenfleisch. Da ist nichts fettig. Das ist eine schöne Variante. Daniel, das ist so romantisch gerade. Mm. Oh, der Schlubi, der bringt Essen, den Teller wieder rein. Wie gesagt, Winlock, komm vorbei. Und wir sehen uns gleich an Location Nummer 3. Hör auf zu essen, jeder rinnt. Komm, bezahlen. Jo, Freunde, angekommen bei unserer letzten und dritten Location. In der Rheindorfer Straße bei Burger City. Ich glaube, ist ein nagelneuer Laden hier. Sehr, sehr nette Inhaber. Und wir schauen mal, was ist denn jetzt hier? Hier draußen? Ganz Corona-konform werden wir uns mal hier draußen was aussuchen. Wähle zuerst dein Brötchen. Homemade Original oder Homemade Roggenmischbrot? Was sagst du? Ganz klar Original, 100%. Das Original. Und dann gucken wir mal, welchen Burger wir nehmen. Schauen uns das Ganze mal an. Hier seht ihr schon mal die Preise. LXL, XXL als Menü. Also ich muss sagen, da wir jetzt schon relativ viel gesnackt haben, nehmen wir einfach ein L. Ich würde sagen, wir nehmen schon ein XXL, weil wir Hälfte, Hälfte machen, aber wir wollen, wir sind ein Foodformat, Digga. Nur weil du keinen Hunger mehr hast, kannst du jetzt nicht anfangen, hier Fruchtzwerge zu essen. Fruchtzwerge, sagt er. Deswegen, wir suchen uns was aus, gehen dann rein, bestellen, dann schauen wir mal, was der Hase hier so hergibt. Ne? Ich war gerade drinnen, kommt mal einfach kurz mit. Ich zeige euch mal, was der da gerade macht. Der macht gerade den Türkisch Deluxe. Freunde, schaut mal, das ist der Türkisch Deluxe, heißt der? Ja, Türkisch Deluxe. Mit dem Spiegel im Sucuk. Ich habe erst überlegt, ob wir uns den bestellen, aber hier gibt es einen Steakburger und den würde ich sehr gerne probieren. So, mein Lieber, ich würde dann sagen, wir nehmen den Steakburger. Ne? In XL normal mit Käse drüber und so, ne? Oder? So, dass das schön aussieht, ne? Und dazu ein paar Curly Fries? Ja. Oder was würdest du sagen? Ja, ein paar Curly Fries, sind ja. Geil, ja. Brokkoli Nuggets, was sind das denn? Also, das sind wie Chili Cheese Nuggets. Ja. Bloß halt ein Brokkoli-Stückchen halt, anstatt Jalapenos. Oh, klingt geil. Nee, aber wir haben schon genug gegessen. Nächste Mal. Entrecot, mein Lieber. Entrecot, ja, ganz ein klar. Ein Entrecot. Wow. Ja, wow. Stark. So, der Bruder hat jetzt hier schon die Kräuterbutter rausgeholt. Was machst du mit der Kräuterbutter? Über das Fleisch noch rüber dann gleich? Ja, wenn ich das Fleisch gleich drehe und Kräuterbutter drauf, ein bisschen Gewürz und da sind wir auf jeden Fall dabei, Digga. Wollt ihr jetzt Medium oder durch? Medium. Medium 100%. Ich bin der Fahrer, Bruder. Du bist der Fahrer. Ja. Geil, wir können ja auch Settingsdorf auch hier bestellen, ne? Fährst du auch nicht Settingsdorf? Ungerne. Aber ey, wir stehen drinnen, aber naja, komm, das sind jetzt 10 Minuten geradeaus. Ja, liefert ihr auch. Also sehen wir uns demnächst. Musst du auch einiges probieren. Ne? Gerne, Bruder. Du bist immer herzlich willkommen. Also, jetzt mal gerade auf dem Settingsdorf. Das sieht gut aus, Freunde. Guck mal hier. Kräuterbutter auf dem Entrecot-Steak und jetzt ab auf den Burger. Was geht ab hier? Ja. Yeah. Boah, Freunde, jetzt einmal die doppelte Portion. Sehr stark. Ja. Dritte Tomate. Nice. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Genau, jetzt schneidest du es einmal damit. Friends. So. Und nicht zu viel Salat. Und gehört alles in diesen Burger, Freunde.
Geil, sehr, sehr nice. Deswegen sagt man auch mal so schön Burger bauen, ne? Das ist immer so eine Sache. Das muss auch richtig abgeschmeckt sein wie ein Gericht, ein Burger. So Freunde, guckt euch den mal an jetzt hier. Freunde, einfach der Tropft. Da ist einfach medium gegrilltes Entrecot mit Kräuterbutter drin, roten Zwiebeln und allem, was das Herz begehrt. Ein Homemade Roggen Burger Bun. Und ich freue mich wirklich, da jetzt reinzubeißen. Ne? Obwohl ich wirklich keinen Hunger mehr habe. Oh, das sieht krank aus, Digga. Guckt euch das mal an, das ist ja so endlevelsaftig. Rocky ist irgendwie, siehst du zufrieden aus? Ich weiß auch nicht, ich kenne dein zufriedenes Gesicht. Das ist dann immer so sprachlos. Boah. Ey, wir waren ja jetzt wirklich beim Bürgermeister gewesen. Ne? Wir meinten ja, bester Burger Berlins. Aber das hier. Echt, würdest du den über Bürgermeister stufen? Ja. Ja? Okay. Krass, okay. Safe über Bürgermeister. Ein schöner Grill, Entrecot, Medium, Kräuterbutter, hausgemachtes Brot. Vorbei. Probiert. Einfach nochmal Curlys probieren. Frisches Fett, auch immer ganz wichtig, dass Fritteuse mal ausgewechselt wird. Dann schmecken die nach dem, was sie schmecken sollen. Schön goldgelb. Geil. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid jetzt ziemlich neu, oder? Ja, seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten erstmal. Unzufrieden? Oh, ja, sehr zufrieden. Also, ich war, ja, dir auch. Ja, mindestens genauso zufrieden wie ich. Wie gesagt, kommt ihr auf jeden Fall vorbei. Ich bin wirklich geflasht. Überrascht. So, dann müssen wir zu Schlobi. Weil der probiert das Ganze jetzt hier. Ciao, Freunde. Gönnt euch mal. Ey, das sieht so krass aus. Jetzt wisst ihr auch, warum besser. Als Bürgermeister für mich, das sieht man schon. Das tropft auf jeden Fall gut hier, Freunde. Ja, komm, gib ihn dir, Digga. Was ist? Komm, jetzt kannst du es sagen, Digga. Jetzt kannst du es sagen. Wie kannst du das mit Bürgermeister erstmal vergleichen? Und jetzt, Freunde. Das ist der beste Burger, den ich jemals in meinem Leben verspeist habe. Ja? Oh, ey. Einfach mit Steak drauf. Das ist ein Spruch in unserem Format, was er nur einmal sagen darf in 3 Läden. Ne? Ich darf nur Beste. Einmal vergeben, den Spruch. Und der ist wirklich krass. Das ist wie die goldene Karte. Ihr habt also jetzt die Genehmigung, hierher zu kommen, Freunde. Nein. Boah. Das ist so zart. Und Freunde, ganz wichtig, bitte bestellt das Fleisch auch Medium. Ja. Nicht durch. Dann braucht ihr euch kein Steak bestellen. Medium, ganz wichtig. Oh, Digga, das ist so. Das tropft mir die Hände voll. Hände, oder? Der schmeckt nach allem, wonach er schmecken soll, einfach. Genau. Vergeben wir den Platz für den besten Burger an Ort und Stelle hier? Ja, ja, ich würde schon sagen. Jawohl. Ich würde schon sagen. Ganz großes Kino, oder? Freunde. Haben sie sich auch einfach verdient. Ja. Geiler Laden, sieht geil aus. Nettes Personal, nette Leute. Ich würde sagen, das war eine neue Folge Werbebeef aus dem Bezirk Spandau. Schreibt doch mal bitte runter in die Kommentare, welchen Berliner Bezirk ihr als nächstes sehen möchtet. Und ja, der Bezirk, der die meisten Kommentare bekommen hat unter diesem Video, den werden wir nächste Woche besuchen, richtig? Auf jeden Fall, Freunde. Wie ihr euren Bezirk auch noch unterstützen könnt, folgt uns auf Instagram. Da könnt ihr dann wieder uns schreiben, welchen Bezirk wir testen sollen zuerst. Genau. Und was wir testen sollen dort. Richtig. Deswegen hier nochmal eingeblendet, Rocky und Shovi. Genau. Dann wart. In die Kommentare unbedingt, welcher Bezirk soll als nächstes dran. Und dann schreibt ihr uns bei Instagram, welche Läden. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wer will lief.